Jo, servus die Mama und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr gesehen habt, ich bin wieder mal im Dschungel unterwegs. Ganz schöner Winter, 18 Gramm jetzt im Geist, aber das macht nichts. Ja, ich möchte eigentlich nur da ein bisschen um in meinen Dschungel ein bisschen durchschauen, weil ich habe ein bisschen Zeugs dabei und das möchte ich mir ein bisschen vorstellen. Neues Tab und Kocher und so, und das möchte ich ein bisschen in die Kamera halten. Ja, Käfchen wird es auf alle Fälle geben und eventuell, wie der heute mein Kochvideo da wieder ans Los steigen. Schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, ich habe jetzt einmal Kochvideo drauf. Bin jetzt am Weg zum Wasser und es ist jetzt ganz schön Trierbuhren, muss ich gestehen. Aber zum Wasser schauen wir trotzdem noch runter. Wahnsinn, da ist alles schon austrickert. Ja, da herunter ist eigentlich tote Hosen. Das Wetter wird eigentlich auch schlimmer. Wir haben Regen jetzt vorausgesagt, habe ich gerade gesehen. Und ja, ich werde wieder Richtung Retour zum Auto gehen. Da bin ich dann eh noch mitten im Dschungel. Und da machen wir noch irgendwo so ein Käfchen schnell. Also gehen wir mal wieder Retour. Ja, das ist ein Wildpfad und da sieht man richtig, wie die Schweine mit dem dreckigen Bauch drüber gestraft sind. Ja, sind auch nicht blöd. Wenn man sehen kann, ist der Bärlauch jetzt da schon verblüht. Jetzt schmeckt er schon extrem bitter. Ah, steht leider der Wind schlecht, weil da kommt der ganze Lärm um. Aber was so ist, ein Käfchen will ich mir jetzt noch unbedingt genehmigen. Das muss sein. Ja, so viel geht schon. Ja, Käfchen werde ich mir heute was anderes genehmigen. Und zwar, ich habe das schon so lange herumliegen. Jetzt muss ich das einmal kosten auch. Und zwar so ein Gold Columbia Style. Das ist eigentlich einer zum Aufgießen. Und den werden wir heute mal kosten. Ja, dann werden wir mal die Ischerl mal wieder nehmen. Ja, da habe ich auch eine Kleinigkeit verbessert. Und zwar, das war bis dato nur so zum Verstehen. Da gibt es auch verschiedene Längen, ich glaube bis 70 cm. Ich habe eigentlich das kürzeste und habe daheim noch was gefunden. Zufällig passt das. Und zwar, das sind diese Stangen vom Bull. Zum Reinigen, für die Bladeln zum Rausholen. Und da bin ich drauf gekommen, das passt da genau rein. Sitzt so drauf, kann man jetzt verlängern, so hoch man will. Ich habe dafür vier Stiegeln, drei habe ich jetzt da mitgenommen. Bei den einen habe ich mir unten einen Spitz drauf gemacht und ich sage, weil ich das da jetzt reinrahme, bin ich, weiß Gott, wie hoch. Aber ich glaube, zwei werden da heute reichen, vollkommen. Ja, des Weiteren kommt heute wieder mein AB3 Deluxe zum Einsatz. Perfekt. So, da. Und steht schon. So, mehr braucht man da halt nicht. Der wird gleich fertig sein. So, ein bisschen Wasser dabei. Machen wir den mal auf. Okay, das ist wie der Beiler quasi. Riechen tut er gut. Bist du narrisch? Ja. Sogar schon zu Hause, ne? Ja, passt. Warum tut es noch nicht, das ist okay so. Hallo, da bleibst. Und ich schätze mal, je länger man den ziehen lässt, desto stärker wird der werden.
Ja, seit ich schon ist immer wieder brauchbar. Kennt mir ohne den ist nicht das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Mir taugt das sehr gut. Ich muss sagen, eine angenehme Farbe, gibt es gar nichts. Schön warm. Ja, ich sage einmal, ich weiß nicht mehr, wer mir den gegeben hat. Ich habe es leider vergessen, ich bin schon länger daheim liegen. Weiß echt nicht mehr. Aber auf alle Fälle, trotzdem, dem Gönner danke. Natürlich, meine Krankensaison macht es gut, gesund werden und natürlich die restlichen auch. Prost. Jo. Er ist ein bisschen seicht. Vielleicht hätte ich ihn länger warten lassen sollen. Aber ja. Ich finde ihn trotzdem nicht so schlecht. Man kann Bialetti ist nicht, das ist logisch, aber man kann ihn trinken. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass ich noch trockenen Fußes rauskomme. Es wird immer trieber jetzt. Aber gut, ich hab's nicht mehr weit zum Auto, sind vielleicht noch 2 Kilometer. Ja, ich sag einmal, Ade Lackerl, wir den jetzt da schnell kippen. Und wir dann schön langsam schauen, dass ich zurückkomme, bevor ich nass wäre. Ich habe natürlich kein Regenwandel oder was mit, ist eh klar. Nein, 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 nicht. Aber ja. Ja, war ja trotzdem eine schöne Tour und jetzt packe ich mich noch zusammen und gehe schon langsam retour. So, wieder putzen. Das Grünzeug stütze ich auf. Ja, da war jetzt gerade ein Bache mit ihren Frischling. Die ist Kurzstäblem, hat mir angeschnappt, aber die ist dann abgewascht wieder. Die kleinen sind hinten nach. Ah, leider zu spät die Kamera auftrat. Gut, ich schaue, dass ich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehe. Schau, dass ich zur Straße komme. Muss ich nicht unbedingt über den Weg rennen. Ja, ich bin da jetzt ein bisschen in den Weg gegangen. Zu meinem Ausgangspunkt. Das ist ein bisschen ein Ringel. Dürfte man glaube ich gelungen sein. Aber ich hab's geschafft. Bin heraus auf der Wiesn. Perfekt. Ja Freunde, da vorne ist schon die Straßen. Ich hab's wieder geschafft. Ich bin im trockenen Retour gekommen. War trotzdem eine schöne Tour. Schade, dass ich das Schweinerl mit den Frischlingen nicht draufgebracht habe. Das hätte ich gern gehabt, aber auf alle Fälle, ich sag wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt mal gesund und servus die Mauer und pfiat euch die Burma.